Willkommen zurück, Marius Ebert hier. In dieser Frage geht es um die Faktoren, die den Faktor Arbeit produktiv machen. Und die Frage ist, so sehe ich es zumindest, nicht ganz so schwer wie die letzte, weil man sich hier mit persönlicher Vorstellungskraft weiterhelfen kann. Was also sind die Faktoren, die einen Arbeitnehmer, einen Arbeiter produktiv machen? Und da kann die Schwierigkeit nur darin bestehen, die richtigen Worte zu finden. Und ich benutze jetzt mal diese Worte, ich erkläre das dann aber sofort. Anforderungsgerechte Arbeit. Anforderungsgerecht bedeutet weder Überforderung noch Unterforderung, sondern der Mensch, der diesen Arbeitsplatz besetzt, wird genau entsprechend seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen eingesetzt. Und so kann man es natürlich auch formulieren. Ja? Einsatz gemäß Neigungen, was macht mir Spaß, Fertigkeiten, Fähigkeiten. Ja, das ist anforderungsgerechte Arbeit, weder Unterforderung noch Überforderung. Dann das Klima am Arbeitsplatz. Das ist eine ganze Menge. Das sind die Umgangsformen. Das ist die Abwesenheit oder Anwesenheit von Mobbing, Neid, Missgunst. Vertrauensvolles Verhältnis, kollegiales Verhältnis oder nicht kollegiales Verhältnis. All diese Dinge spielen hier eine Rolle. Ja, man sollte dann in der mündlichen Prüfung das Ganze auch ein bisschen ausschmücken, sozusagen. Solange Sie reden, kann der Prüfer nichts fragen. Dann der nächste Faktor ist die leistungsgerechte Bezahlung. Schauen Sie mal, zweimal haben wir hier gerecht. Und zwar anforderungsgerecht und leistungsgerecht in Bezug auf die Bezahlung. Also, der Mensch soll weder über noch unterfordert werden und er soll auch weder über noch unterbezahlt werden. Das Ganze passt irgendwo gedanklich zusammen. Und dann gibt es noch eine vierte Sache, die, so scheint es mir, mehr und mehr eine Rolle spielt. Das ist nämlich die Unternehmensethik. Also die Frage, für was verbringe ich eigentlich die größte Zeit meines Lebens? Arbeite ich in einem Unternehmen, das einen Nutzen stiftet, das eine ethische Ausrichtung hat? Ja, Unternehmensethik und klare Ziele, wobei diese Ziele nicht nur mehr Umsatz sein sollen, sondern eben auch einer gesellschaftlichen Aufgabe im weitesten Sinne genügen sollte. Okay, ja, also hier kann man mit Vorstellungskraft, glaube ich, eine Menge machen, wenn so eine Frage mal in der mündlichen Prüfung kommt, denke ich, kann man was sagen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.